komme ich zum Punkt 6, der Werkzeugkasten des Traders bzw. das Puzzle der Finanzmärkte. Ich versuche, Ihnen ein bisschen darzulegen, was ich damit meine. Ein erfolgreicher Aktientrader weiß um das Unternehmen, kennt die Fundamentaldaten des Unternehmens, weiß im Prinzip, hat im Hinterkopf, ob ein Unternehmen aus fundamentaler Sicht unter- oder überbewertet ist. Er hat aber darüber hinaus Kenntnisse der technischen Analyse. Er ist in der Lage, Trends zu analysieren und für seine Kauf- und Verkaufsentscheidung kann er auch das generelle Marktsentiment berücksichtigen. Der erfolglose Trader hingegen denkt, Fundamentalanalyse zum Beispiel ist das A und O, Marke recht behalten. Er spezialisiert sich darauf und er sagt, die Aktie hat ein KGV von 10 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von irgendwas und ist somit aktuell extrem günstig und kauft die, weil er denkt, das ist ein Schnäppchen. Ist sehr eindimensional und Sie sehen schon, wo am Ende wahrscheinlich der Erfolg liegen wird, auf der linken oder auf der rechten Seite. Der erfolgreiche Trader hat also nicht nur die Fundamentalanalyse in seinem Werkzeugkasten, er hat darüber hinaus technische Analyse, Sentimentanalyse und er betrachtet seine Anlageentscheidung als eine Art Puzzle und legt sich nicht nur auf ein oder zwei Indikatoren fest. Das Gleiche gilt natürlich auch für die technische Analyse. Sie können also gerade im Forex-Handel nicht unbedingt erwarten, dass Sie eine technische Strategie haben, eine charttechnische Strategie und erwarten, dass Sie damit Geld verdienen, wenn Sie nur die Charttechnik betrachten. Sie müssten es als Puzzle betrachten, wo auch Wirtschaftsdaten, Zinserhöhungen, Reden von Notenbankern, wenn Sie das nicht auf dem Schirm haben, werden Sie auch im Forex-Handel kein Geld verdienen. Sie können also nicht zum Beispiel 14.25 Uhr sagen, der MACD im 2-Minuten-Chart im Euro-Dollar hat ein Kaufsignal generiert und es gibt eine bullische Divergenz im MACD, im Stochastik. Ich gehe jetzt long mit Stop von 20 Pips. Wenn Sie nicht auf dem Schirm haben, dass in 5 Minuten in den USA die Konsumgüterpreise veröffentlicht werden und dass die charttechnische Situation im 2-Minuten-Chart eigentlich irrelevant ist in dieser Situation. Das heißt, auch in dieser Situation können Sie jetzt nicht sagen, ich habe eine erfolgreiche Strategie im Forex-Bereich, im 2-Minuten-Bereich, ich habe Indikatoren und Sie blenden alles andere aus. Wenn Sie das tun, werden Sie aller Voraussicht nach auch nicht zu den erfolgreichen Tradern gehören. Sie müssen beachten, gerade im Forex-Bereich gibt es extreme Ausschläge nach Wirtschaftsdaten, wenn ein Notenbanker eine Rede hält. Es können irgendwelche Rohstoffpreise, zum Beispiel Gold oder Öl, korrelieren sehr stark mit dem kanadischen Dollar und dem australischen Dollar. Wenn Sie das alles nicht auf den Schirm haben und wundern sich, warum der kanadische Dollar wieder so schwach ist, wobei er auch eigentlich steigen müsste laut den Wirtschaftsdaten, nicht auf dem Schirm haben, dass der Ölpreis fällt, dann werden Sie auch keinen Erfolg haben. Wichtig ist, dass Sie als Trader wissen, dass erfolgreiches Trading eigentlich ein Puzzle ist aus verschiedenen Sachen. Technische Analyse, Wirtschaftsnachrichten, Reden. Das müssen Sie alles berücksichtigen. Wenn Sie nur eindimensional agieren, werden Sie auch nicht lange am Markt sein. Spezialisierung ist okay. Ich kenne Trader, zum Beispiel Heiko Behrendt, der scalpt sehr gerne den DAX, einen 2-Minuten-Chart oder 1-Minuten-Chart und ist damit sehr erfolgreich. Es gibt Leute, die scalpen den Euro-Dollar im 2-Minuten-Chart, sind auch sehr erfolgreich. Die sitzen aber den ganzen Tag davor. Wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, sollten Sie wirklich Ihren Werkzeugkasten erweitern. Sie sollten dementsprechend nicht nur den DAX handeln im CFD-Bereich oder im Zertifikatebereich oder im Future-Bereich, sondern Sie sollten wirklich auch nach anderen Märkten Ausschau halten, vielleicht auch mal Rohstoffe oder Währungspaare betrachten, um einfach Ihren Werkzeugkasten zu erweitern, dementsprechend die Möglichkeit zu haben, wenn der DAX zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal, hindümpelt über Stunden und Sie versuchen da Trades einzugehen und es passiert einfach nichts und in anderen Märkten gibt es schöne Setups, die Sie aber verpassen, weil Sie einfach nur auf den DAX oder nur auf den Euro-Dollar fokussiert sind, schränkt Sie das extrem ein. Das schränkt die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie erfolgreich bleiben langfristig. Kann auch sein, dass der Euro-Dollar oder der DAX sich über Tage und Wochen schlechte Setups bietet. Und wenn Sie dann nur die Möglichkeit haben, DAX oder Euro-Dollar zu handeln,
ist vielleicht nicht so toll. Der erfolgreiche Trader, der handelt verschiedene Währungspaare, die halt entsprechende Setups aktuell aufweisen. Nochmal zusammenfassend, ein erfolgreicher Trader nutzt also nicht nur die Fundamentalanalyse oder nur die Chartanalyse, sondern er nutzt im Prinzip alle zur Verfügung stehende Informationen und versteht das Trading als eine Art Puzzle aus verschiedenen Teilen. Für das Puzzle haben Sie als Trader den kompletten Werkzeugkasten zur Verfügung. Das ist klar, dass Sie das nicht alles sofort überschauen am Anfang Ihrer Trading-Karriere. Es ist wichtig, dass Sie aber das aber lernen, wenn Sie erfolgreich sein müssen. Ich meine, kein erfolgreicher oder Pilot oder Chirurg, die müssen jahrelang in ihre Ausbildung investieren und das müssen sie auch als Trader machen, wenn sie das vorhaben. Damit meine ich aber nicht, dass sie in ihren Chart Dutzende Indikatoren einbauen und sich damit ein falsches Gefühl der Sicherheit erkaufen. Ich habe gerade in letzter Zeit bei uns auf Guidance viele sehr populär. Man sieht kaum die Preis-Action des Euro-Dollar, weil einfach so viele Indikatoren, Wolken und MACDs und Moving Averages und Trendlinien da drüber liegen, dass man eigentlich das gar nicht mehr erkennt. Also das meinte ich auf keinen Fall, indem ich sage, nutzen Sie den gesamten Werkzeugkasten. Ich meine damit nicht, dass Sie in Ihren Chart so viele Indikatoren reinbauen, dass man den ursprünglichen Kursverlauf gar nicht mehr erkennen kann. Suchen Sie 1 bis 2 Indikatoren, die für Sie funktionieren, für Ihren Handelsstil und arbeiten mit denen. Aber solche Charts, wenn ich die bei mir auf Guidance im Stream sehe, da schüttle ich immer ein bisschen mit dem Kopf, weil man im Prinzip gar nichts mehr erkennt. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit einem Zitat von einem spanischen Philosophen, der heißt George Santayana, lebte im 19. und 20. Jahrhundert und der hat Folgendes gesagt: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Das heißt im Deutschen, also wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Das fand ich ein sehr schönes Bildnis für das Trading. Wenn Sie traden, Sie werden immer Tradingfehler machen. Was wichtig ist, dass Sie aus diesen Fehlern lernen. Wenn Sie die Fehler 2, 3, 4 oder 5 Mal machen, dann ist das schlecht. Notieren Sie Ihre Fehler und lernen Sie aus Ihren Fehlern, stellen Sie die Fehler ab und peu à peu werden Sie zum erfolgreichen Trader.